Digga, what da los, Junge, Digga. Was war da los, Digga? Leute, meine kleinen Bastards, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir wieder was ganz krasses Sachen. Und zwar Fashion Show, aber mit Minigames. Freunde, die letzte Folge kam richtig geil bei euch an. Fashion Show mit Defran, Freunde. Und jetzt machen wir Fashion Show mit Minigames. Wir haben, glaube ich, 14-2, 12 Anwärter heute, die hier mitmachen, Freunde. Und natürlich der Bewerter des Lebens, der mit mir hier bewertet, ist Apple. Ich bewerte dein Gesicht und ich find's wunderschön. Oh, scheiße. Wunderscheiße, Digga. Freunde, ich würde aber sagen, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, Freunde. Das hilft uns richtig. Ihr supportet richtig Ehrenbruderbasis den Algorithmus. Deswegen müsst ihr Like, Digga. Schaffen wir die 12 Likes. Wer will, wenn wir die schaffen, Freunde. Und ich würde mal sagen, dann geht es los mit dem ersten, der hier jetzt reinkommt, André. Bist du bereit? Start. I'm ready. Nächster. Okay, Stitchy hier. Oha, oha. Ich sag dir, finde ich wilde Kombi, Digga. So ja. Blue Moo mit so fackelnmäßig und das Cape fackelt ja auch so. Ist schon wild. Ich würde mal sagen, weiter. Nächster bitte. Okay, Kotoja. Farbbomber-Skin. Wilde Wings, Digga. Und die Spitzhacke passt auch. Finde ich auch nice. Kann man nichts sagen. Da bin ich mal gespannt. Junge, ich habe was im Hals. Warte. Finde ich wild, kann man nicht sagen, André. Was sagst du? Ich fand den davor besser, aber. Fand ich auch besser. Der ist auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, er kriegt keinen Nachteil beim Minigame. Und weiter geht's. Nächster. Sleepy Dave. Ha? Darth Maul-mäßig. Zum Rot Backbling. So auf dezent. Ja. Ist irgendwie schon dezent, Digga. Die Spitzhacke. Kenn die gar nicht. Ich kenn die auch nicht. Die sagt mir gar nichts, Digga. Okay. Finde ich wild. Würde ich mal weiterlassen. Ich bin mal gespannt, was für ein Dance der macht. Oder ob er sich überhaupt bei dem Minigame schlagen kann. Weiter geht's. Nächster. The next one. Louis Card 77. Also ich feier diese Halo-Skin. Ich feier die auch gar nicht, Digga. Was? Du feierst die? Nee, gar nicht. Achso, ich feier sie auch gar nicht. Louis, es tut mir leid, André. Er ist leider raus. Das heißt, du bekommst beim Minigame Eis an den Füßen. Weiter geht's. Ja, das ist einfach Abdu. Das ist safe Abdu. Ja, Digga, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen, André? Was sagst du? Es ist halt Abdu. Es ist halt Abdu, Digga. Abdu, ja, raus mit dem Schuh. Einfach raus, Digga, weil er Abdu ist, Digga. Hi, I'm Detonation. Okay, Diego. Diego mit der Hexe, die Spinnen-Backbling und die Spitzhacke. Passt alles richtig Baba zusammen, sag ich dir ehrlich. Ja, kann man nichts sagen. Fühl dich. Komm, weiter. Nächster. Klebikes. Er hat auch die Spitzhacke. Er hat so Cornflakes hinten und Lama. Cornflakes? Weiß ich nicht. Ich fühl's auch nicht so. Aber das Ding ist, auf den Cornflakes ist halt auch ein Lama drauf. Es ist ein Pferd. Das ist dieser Fabio-Pferd. Ja, aber ist doch Lama, Digga. Ich weiß nicht. Aber es gab schon bessere, sag ich dir ehrlich. Ja, safe. Leider bist du raus, aber du kriegst Eis an den Füßen, also bist du noch nicht ganz raus. Blackout Sam YouTube. Okay. Skin feiere ich aber auch nicht, Digga. Sag ich dir ehrlich. Aber die Skin-Kombi passt halt. Was sagst du, André? Help me. Wir hatten viel bessere bis jetzt. Sag ich dir ehrlich. Was sagst du? Blackout Sam, ich fühl's nicht so, sag ich dir ehrlich, André. Aber ich fand den Skin auch nie so wirklich krank irgendwie, weiß ich nicht. Okay. Basie und Backblink. Oha. Digga. Was ist das für ein Skin? Den kenne ich gar nicht. Der ist, glaube ich, vom letzten Battle Pass, Digga. Echt? Ja, der ist aber krank, Bro. In ihr ist einfach so ein blauer Würfel und so. Okay, boah, Digga, finde ich wild. Da brauchen wir gar nicht meckern. Weiter, da will ich die Story sehen, Digga. Anonym ist so ein Angel, so ein... Oha. Angel zippen. André zeigt seine Lippen. Also ich find's cool, André. Was sagst du? Bin ich wild, Digga. Digga, der baut 30 90s, bevor du eine Wand gebaut hast. Ist so. Deswegen perfekt, komm weiter. So, nächster. Hero X. Digga, was ist das denn? Ich kann den Skin nicht mehr sehen, Digga. Ich bin ehrlich. Das ist halt so... Vor allem Backbling ist halt nur so ein Samurai-Schwert. Die Spitzhacke haben wir schon gesehen. Die ist lame, finde ich. Iconic-Skin halt. Bitte, du kriegst den heftigsten Nachteil. Mit Eis bitte nicht runterfallen. Nächster. Meth Mims. Stabile Pickaxe. Stabil. Ah, Backbling. Stabil, dann stabil. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ja, also ich finde es okay. Ich mag ja dieses Celestial, Digga. Hey, aber passt das zum Skin? Weil rein theoretisch ist Backbling und Spitzhacke das gleiche. Aha. Weißt du, ich meine? Schon, ja. Ich gebe ihm einen Nachteil. Oder sagst du weiter, André? Ich würde den Nachteil geben, weil er Mephews ist. Okay, weiter wegen Mephews. Schmutz. Okay, ich glaube, das war's, Digga. Okay, André, dann müssen wir hier hinten auf den Knopf drücken, zusammen zum Minigame. Da sehen wir schon alle stehen bei dem ersten Minigame. Unser erstes Minigame ist Color Switch. Freunde, wir haben vorne Buttons und wir ändern die Farben. Also, und die, wo Eis haben halt Pech, ne? Also, André, bist du ready? Ja, bin ready. Okay, dann neue Farbe. Los geht's. Welche Farbe fangen wir an? Wie viele Leute sterben? Ihr müsst schnell sein. Grün und Orange, schnell! Grün und Orange! Kleine Felder, Digga. Uff.
Drei Leute sind runtergefallen, Digga. Drei Leute sind runtergefallen. Okay, André, wir resetten das Ganze hier. Und dann würde ich sagen, mach du auf neue Farbe. Okay, 3, 2, 1. Neue Farbe kommt und schwarz und weiß. Oh mein Gott. Oh. Okay. Keine. Und nächste Farbe kommt in 3, 2, 1, go. Ich bin sehr gespannt, was die Skills hier machen. Hier, die Rutschboys, die rutschen hier noch rum. Rot-weiß. Oh, er wird geblockt. Oh, er hat es geschafft. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, André, die letzten zwei Runden. Die letzten zwei Runden. Zwei Runden müsst ihr noch überleben, Freunde. Nächste Farbe, André, tu es. Okay. 3, 2, 1, go. Nächste Farbe kommt. Boah, die mit Eis haben schon einen Nachteil. Rot und blau. Oh! Einer ist raus. Letzte Runde, meine Damen und Herren. Resetten hier das Ganze. Nächste Runde. Neue Farbe. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch einen rauskriegen. Das Stitchy fliegt runter. Schwarz und braun. Oh! Oh! Junge, keiner. Okay, wild. Okay, sehr wild. Sehr, sehr wild. Dann Reset. Freunde, da würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten. Wir beenden das Minigame. Geht bitte in das Rift rein. André, du kommst mit in das Rift. Freunde, im nächsten Spiel zeigt ihr uns einen Tanz, ein Spray und ein Emote. Und dann gibt es noch ein Minigame, und zwar das Final Minigame. André, bist du ready? Bin ready. Okay, dann würde ich mal sagen, nächster Spieler bitte reinkommen. Koja, zeig uns bitte ein... Nee, warte, zeig uns nur einen Tanz. Ich will hier nur einen Tanz sehen. Oh, was? Oh mein Gott, okay. Safe weiter. Komm bitte hier durch. Geh bitte da in den Raum rein. Da einmal reinstellen. Genau, da würde ich mal sagen. Der nächste bitte. Oh, die Map ist auch übel krass gebaut. Ich habe noch nicht mal... Ich habe wieder vergessen, Props zu geben. Freunde, Kuss nochmal an Stitchy. Checkt ihn auf jeden Fall auch mal ab, Freunde, damit ihr diese Map auch spielen könnt. Danke, Kuss Stitchy, dafür die Map. Sorry, Bruder, ich habe es wieder am Anfang vergessen. Aber Kuss. Okay, Sleepy David, zeig uns dein... Okay, wild. Wilder Emote, Digga. Passt, passt, Bro. Müssen wir weiterlassen und weiter. Komm bitte hier rüber, David. Geh durch das Portal hinten in den Himmel. So, dann nächster. Okay, Diego, show me your dance. Warte, aber das hat so Roboter-Spinnen-Style. Ja, stimmt schon. So, als wäre sie so eine Puppe mäßig. Ja. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand's witzig. Also, ich habe gelacht, ohne dass ich's wollte. Dementsprechend war's für mich gut eigentlich. Okay, wie viel Leben haben die denn? Ich weiß nicht. Also, ein Schuss in den Dings, weil du musst Blut geben, weil es mir jetzt nicht so gefallen hat. André hat dich weiterlassen. Bedanke dich bei André. Nächster Spieler. Stitchy, show me a dance. Kein Spray. Okay, no, mein. Ein Tanz nur. Okay, ja, muss man durchlassen. Stitchy hat echt. Der Kampf, Digga. Der hat echt, okay, aber für den Emote kriegt er einen Schuss in den Fuß. Weiter. Komm rein, Stitchy, Digga. Okay, rein da, André. Okay, let's go. So, Freunde, wir sind bei der Endquiz-Show. Kommt rein. So, bitte stellt euch alle in die Mitte auf. Endfragen-Quiz. André, wir haben... So wie ein auf den, wer hat recht, der leuchtet, der pecht. Keine Ahnung. Freunde, okay. Das ist die End-Quiz-Show. Das heißt, wir stellen euch jetzt ein paar Fragen. Ihr sagt, also Ja- und Nein-Fragen. Grün ist immer Ja, Rot ist immer Nein. Ganz einfaches Ding. Der, wo auf dem falschen Feld ist, kriegt den Headshot seines Lebens. André, stell eine Frage. Ich soll eine Frage stellen. Soll ich erstmal leicht anfangen? Fangen leicht an. War unser letztes Murder, was wir aufgenommen haben, in Tilted Towers grün? Okay, da brauchen wir nichts zu sagen. Okay. lädt André seine Videos vor mir hoch oder nach mir? Vor mir ist grün, nach mir ist rot. Ja, okay, also es war schon... Halt gucken, war schon stockend, Digga, ihr zwei. War schon stockend. Ihr kriegt schon mal einen Schuss. Geht wieder in die Mitte. André, nächste Frage. Habe ich schon mal Sniper vs. Bulls aufgenommen? Grün ist ja, rot ist nein. Es tut mir leid, Kotojo. Er hat leider kein... Sniper vs. Bulls war nur bei Odomann auf dem Kanal. Es tut mir leid. Aber danke, dass du mitgemacht hast. Du hast echt einen Baba-Skin gehabt. Und du hattest sogar ein Potenzial zu gewinnen. Aber leider bist du beim Quiz rausgeflogen. Ha, ich nehme jetzt den Spaß weg. Ja, perfekt. Okay, bitte in die Mitte kommen. Nächste Frage. Wir haben eine Frage noch. Danach schauen wir uns Emote und Spray an, würde ich sagen, André. Jetzt brauchen wir aber eine mega schwere Frage. Aber ich habe was. Das können Sie gar nicht wissen. Okay, ich habe mir in letzter Zeit eine Katze gekauft. Okay? Ja. Ja, okay, chill mal, Diego, Digga. Wie heißt meine Katze? Für grün... Wie heißt Odomanns Katze? Grün Dobby, rot Dobby. Nagini. Okay. Das können die gar nicht wissen. Das können die gar nicht wissen, aber warte. Stitchy kriegt einen Schuss, weil er mitgezögelt hat. Okay, ich würde mal sagen, ihr habt jetzt noch bestanden. Ihr seid die Finalisten, Freunde. Ich würde mal sagen, jeder bitte hier einmal aufstellen an einem dieser Wände. So, und dann will ich bitte mal jetzt von Diego
sein Spray sehen. Oh. Strong. Strong. Stitchy, unser Mapbauer hier. Oder Sleepy David, ihr könnt natürlich noch suchen. Aber Diego Science ist echt passend, Digga. Knie dich mal hier daneben, Diego. Neben deinem Spray hier hin. Oh, ich hab's weggemacht. Oh, du Mann. Kannst du es nochmal hinmachen? Ehre. Mal daneben knien oder stehen. Wild. Stitchy, stell dich mal ein bisschen rechts daneben. Rechts daneben. Auch wild. Ja, passt farblich. Farblich passt. Okay, Sleepy David, zeig uns dein... Aha. Strong, Digga. Strong, strong, strong. Passt halt wegen Dings, ne? Wegen Star Wars halt. Safe. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen... Sleepy David, zeig mir ein Emote, also ein Sticker. Baby Yoda. Stitchy? Ein Sticker zeigen. Ein Sticker, bitte. Okay. Okay. War wild. Diego? Oh, auch nicht schlecht. Roter Dingsbum. Schwierig, André, was sagst du? Mach Odemann sagt. Okay, wir haben eine Runde Odemann sagt. Odemann sagt, in die Hockey gehen. Ach so, cringe. Odemann, Dings hört dich ja gar nicht. Ach ja, stimmt. Stitch hört mich nicht. Okay, André, dann machen wir André sagt. Okay, wir machen André sagt. Okay. Duckt euch einmal. Perfekt. Okay, Stitchy, du bist raus. Schade. Ich sag euch ehrlich, ich fand, von den dreien war Stitchy mein Favorite. Aber dann sind jetzt noch zwei übrig, okay. Ja. Zwei Finalisten. Die André. Beiden hören dich. Du könntest einen Odemann sagt machen. Wir könnten einen Odemann sagt machen oder wir könnten auch, was könnten wir noch machen? Was gibt's noch bei Dings? Eine Story. Story, ja. Eine Story könnten wir machen. Also wenn ihr noch eine Story habt, haut die raus. Diego macht sich da schon ready. Sleepy, überlegt noch kurz. Und sobald ihr ready seid, bitte einmal springen, dann kommen wir zu euch. David, wir sind bei dir, zeig uns deine Story. Ihr dürft alles verwenden. Okay, ein Rentier, ein rotes. Oh, er beschwört eins. Und dann tötet er es. Mächtig. Warte, er hat noch. Okay, weiter. Und dann zaubert der nochmal. Lamas. Der Lamas. Der Lama Mage. Okay. Der Lama auf ganz hoch geskillt. Schwör. Okay. Wild. Diego, bist du ready? Noch nicht. Okay, spring, wenn du ready bist. Okay, David, bist du fertig oder warst... das war's, oder? Okay. Ja, strong, aber ich weiß nicht. Hat das jetzt... Er hat einfach alles mit Lama genommen. Ja, das hat so zum zusammengepasst. Skin nicht irgendwie so gepasst. Wir schauen jetzt mal gleich, was Diego hat, wenn er ready ist. Sobald er ready ist, dann mal springen. Dann werden wir sehen, wer hier das erste Fashion Show Skin Contest Minigame-Modus gewinnt, Digga. Es geht los. Uhrzeit, okay. Oh, es wird zu spät, okay. Er muss fahren. Okay, da ist Krieg, oder? Nein, greift den Bär an, weil sie die Königin ist. Sie ist zu spät für den Kampf gewesen. Und dann boom, boom, boom. Der Bär ist tot. Sie haben ihn besiegt. Und dann geht sie zurück. Yay! Okay, also sage ich euch ehrlich, ich hätte vielleicht noch Stitchys Story gesehen. Hätte ich sehr gerne noch gesehen. Aber für mich eindeutig hier Gewinner ist Diego. Dave. David, bleib heulen, okay? Bleib da und heul, okay? Bleib heul. Okay, herzlichen Glückwunsch, Diego, du hast hier gewonnen. Hier, du kriegst einen Schildcake. Dann kriegst du noch hier so ein bisschen Sixpacks in die Fresse. Und Freunde, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal André seinen Kanal ab. Danke, dass du hier mit geholfen hast, mein Schatz. Party! Party! Ja, Freunde, ich würde mal sagen, vergesst nicht ein Like unter diesem Video da zu lassen, Freunde, für den Algorithmus-Abi. Ihr supportet auf Ehre und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr bei einem neuen Video. Danke an alle, die mitgemacht haben, auch wenn wir problematorischen Sachen hatten.